Teddy Whale, Primark, Teddy Whale! Sowas. Also ich bin Teddy Whale, Primark. Okay, die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Bist du eine Person, die so in Gucci reingeht oder Louis Vuitton und sonst was alles? Also was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und ich habe mir für dieses Video gedacht, dass ich mal wieder auf ein altes Video von mir reagiere. Dasselbe habe ich schon mal gemacht und zwar habe ich da auf ein Frage- und Antworten-Video, ich habe mein allererstes Frage- und Antworten-Video reagiert. Wie groß bist du? Okay. Ich glaube, seitdem hat sich nicht viel geändert. Ich bin 1,64 Meter groß. Wenn ich was anderes sage, habe ich gelogen. Ich bin 1,68 Meter. Was? Was? Und dasselbe werde ich jetzt auch machen, nur auf mein zweites Frage- und Antworten-Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade ganz kurz reingeguckt. Junge, dieser Style damals. Aber was ich euch noch fragen wollte ist, habt ihr mich eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltet ihr das auf jeden Fall tun, denn jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 13 Uhr kommt ein neues Video online hier auf diesem Kanal. Und in diesem Video gibt es eine Videofrage, die möchte ich gerne von euch allen beantwortet haben. Und zwar, seit wann kennt ihr mich? Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde dann auch direkt sagen, starten wir mit dem Video und let's go. Das Video ist am 27.01.2013 hochgeladen worden. Das heißt auf jeden Fall über 7 Jahre. Ach du Scheiße, ich bin echt schon lange auf YouTube. Fangen wir einfach mal an. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Intro macht mich fertig. Es macht mich richtig fertig, ey. Und diese Augenbrauen! Okay, egal, wir haben das Video noch nicht mal richtig gestartet. Hi Leute, dieses Mal wieder ein Eure Fragen, meine Antworten. Können wir mal bitte kurz über diesen Winkel reden, wie ich gefilmt habe? Und können wir. Oh mein Gott, diese Augenbrauen! Wo fangen die eigentlich an? Die fangen so da an. Guckt euch mal bitte in Relation an, was ich für ein Glow-Up hatte von meinen Augenbrauen. Was war das? Alter. Ich habe mal gefragt, so was ihr mich so gerne fragen wollt oder was ihr euch so auf dem Herzen liegt und was ihr mich schon immer fragen wolltet. Deshalb habe ich jetzt ein paar Fragen rausgesucht bei Facebook und bei Twitter und ich werde sie jetzt einfach vor. Warum rede ich die ganze Zeit so? Ich rede die ganze Zeit, hallo, so. Ich habe Fragen ausgesucht auf Twitter und auf Facebook. Alter, das ist so komisch für mich und meine Haare. Zu der Zeit waren die so krass kaputt. Aber egal. Ein anderes Thema. Fangen wir meine Antworten dazu geben und ja, viel Spaß dabei. Trägst du lieber normale Schuhe ohne Absatz oder mit? Okay. Die Frage jetzt gestellt, trage ich lieber Schuhe ohne Absatz oder mit? Auf jeden Fall ohne. Obwohl ich weiß, dass ich damals kaum bis gar keine hohen Schuhe getragen habe, weil ich da kaum drauf laufen konnte gefühlt. Muss aber sagen, ich bin eher Sneaker, aber mittlerweile auch ein bisschen mehr High Heels. Also es ist 60% Sneaker, 40% High Heels. Was sage ich jetzt? Also ich muss ehrlich sagen, ich trage lieber Schuhe ohne Absatz, weil ich weiß nicht, also ich kann zwar auf Absatz laufen, aber ich weiß nicht, wenn man in die Disco geht mit Absatz, dann tun die Füße nach 10 Minuten weh. True. Dann kriegt man Blasen und dann kriegt man am nächsten Tag wieder Fußschmerzen. Also ganz ehrlich, da bin ich eher die gemütliche Person. Voll am Jammer an. Gehe mit Chucks feiern oder mit Stiefeln feiern. Also mit Schuhen, die halt nicht wehtun. Wie alt bist du? Ich bin. Boah, ich wollte schon sagen 26. Ich werde in 2-3 Wochen 26, aber bin jetzt gerade noch 25. 10 Jahre alt und bin am 21. September 1994 geboren. Da war ich 18. Das ist so krass, ey, wie die Zeit sich... Ey, ohne Witz. Ich bin sehr froh, dass ich einen Glow-Up hatte. Ich war da zwar schon außerhalb der Pubertät, aber bin sehr froh, dass es das Internet gibt und mir gezeigt, wie man sich richtig schminkt. Und wie man sich richtig stylt. Thank you. Wie ist dein Tagesablauf? Wie ist dein Tagesablauf? Okay, mein jetziger Tagesablauf ist eigentlich jeden Tag unterschiedlich. Also meistens stehe ich so, also in der Regel stehe ich so zwischen 9 und 10 Uhr auf. Aber eigentlich
auch meistens früher, so um 8 Uhr, wenn es dann irgendwie, manchmal sogar noch früher, wenn es irgendwie Flüge gibt oder Fahrten gibt, die noch früher sind. Also, aber in der Regel würde ich sagen, so 9 Uhr stehe ich auf. Dann, boah, das ist auch immer sehr unterschiedlich, dann bin ich meistens entweder im Büro oder ich habe Termine oder ich treffe mich mit Freunden oder ich drehe Videos oder ich treffe mich mit meiner Schwester oder ich habe Meetings oder Calls oder. Dann ist eigentlich mein ganzer Tag vollgepackt mit Sachen, die ich erledigen muss, mit Arbeit. Und abends dann in der Regel dann mit Eugen auf der Couch chillen, Netflix, also entspannt. So ist ein durchschnittlicher Tagesablauf momentan von mir. Wie war er damals? Ich glaube, wie bei jedem. Also ich stehe auf, ich gehe zur Schule. Ich komme von der Schule nach Hause, esse was. Ich bin noch zur Schule gegangen. Meine Hausaufgaben oder sonst was, mach Videos und dann gehe ich wieder schlafen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Also das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich habe mir da... Überleg mal, die Frage war 2013. Das ist krass. 2013 wurde mir die Frage gestellt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Diese 10 Jahre sind in 3 Jahren um. Und es sind 7 Jahre vergangen seitdem. Ich weiß nicht, was ich in diesem Video sage, aber was ich jetzt zu meinem Standpunkt sagen kann, wo sehe ich mich jetzt in 10 Jahren, also wenn ich, oh mein Gott, 35 bin, ich komme da gar nicht drauf klar. Hoffentlich mit einem Haus, mit 1, 2, 3 Kindern, glücklich mit meinem Ehemann. I don't know. Also so sehe ich mich in 10 Jahren. Wie sah ich mich damals? Ich habe mich wirklich darüber Gedanken gemacht. Also auf jeden Fall möchte ich ein Leben haben, wo ich halt keine Geldprobleme habe oder ein Leben haben, wo ich einfach glücklich bin und keine Trauer und mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich kann mich nicht wirklich in 10 Jahren sehen, in welchem Berufsstand ich stehen werde oder so. Kann ich wirklich nicht sagen, weil ich wirklich keinen Plan habe. Baby! War schon ein bisschen süß, aber dieser Lippenstift geht gar nicht, Dagi. Den hättest du echt wegschmeißen sollen. Aber seht ihr, ich hatte damals auch, also you never know, keine Geldprobleme. Da bin ich sehr, sehr glücklich, zum Glück deswegen, dass ich bis jetzt noch keine Geldprobleme habe. Aber was dann wirklich in den nächsten 3 Jahren dann passieren wird, dann sind die 10 Jahre rum. Eigentlich müsste ich auf dasselbe Video reagieren, nach 10 Jahren, also in 3 Jahren. Erinnert mich auf jeden Fall dran, dann kann ich es euch besser beantworten. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Also wer ist mein Lieblings-YouTuber? Oh mein Gott. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht mehr so einen, wie ich es früher hatte. Aber Leute, die ich sehr gerne gucke, sind auf jeden Fall Niki, Niki Tutorials. Boah. Eigentlich sehr, sehr viel bunt gemischt, ehrlich gesagt. Also ich kann ja mal gucken, was ich gerade so gucke. Schwierig. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Meine Videos. Ah, Leni Marie ist meine Lieblings-YouTuberin. Sie hat übrigens jetzt YouTube, meine kleine Schwester. Auf jeden Fall abonnieren. Aber sonst, meistens gucke ich halt einfach auf der Startseite und gucke so, was so abgeht. Guck mir die Sachen an. Aber so einen richtigen Lieblings-YouTuber habe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Was habe ich damals gesagt? Kann ich wirklich sagen, wer mein Lieblings-YouTuber ist? Ich gucke viele. Also ich gucke auf jeden Fall Darum. Ich gucke Beauty Peach. Ich gucke Easy Peasy 5. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Darum gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Nilam Farooq, sie ist mittlerweile Schauspielerin geworden. Beauty Peachy ist einfach Maren Wolf gewesen damals. Easy Peasy 5 ist einfach Ishtar Isik. Wie krass. Und ja, also ich gucke auch die Videos von meinem Freund, ich gucke auch die Videos von Twin TV und... Oh mein Gott. Okay, Zeiten ändern sich wirklich. Von meinem Freund, natürlich von Timo, der macht ja leider keine Videos mehr. Twin TV. Grüße gehen nicht raus an euch. Oh mein Gott. Von Luna Darko, von Cave. Also ich gucke eigentlich alles. Also krass. Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht wirklich festlegen. Ich gucke mir auch manchmal unbekannte YouTuber an, die Beauty-Videos machen. Und ja, also ich habe nicht wirklich jetzt einen YouTuber, wo ich mich wirklich drauf fixiere und sage, boah, du bist so geil. Also ich finde viele cool, aber nicht wirklich einen Lieblings-YouTuber. Und Herr Tutorial. Wo kommt... Und Herr Tutorial. Oh, Sammy. Wie geil ist das denn? Ich komme da gar nicht drauf klar. Also die meisten, also nicht die meisten, aber sehr, sehr viele machen gar nicht mehr YouTube so, wie sie es damals gemacht haben. Oder heißen einfach komplett anders. Ey, es ist so krass, ey. Aber ich heiße immer noch so. Ich bin immer noch der Gibi. Hallo. Meine Klamotten immer ein. Also es ist wirklich unterschiedlich. Wo kaufe ich meine Klamotten immer ein? Also mittlerweile sehr, sehr viel bei ASOS, weil es einfach super easy ist, einfach zu bestellen. Ich bin leider eine sehr, sehr schlimme Online-Shopping. Ja.
Leider sehr, sehr schlimm im Online-Shopping. Aber ich bin, also ich kaufe nicht viel ein, aber ich kaufe nur online ein. Weil es für mich ehrlich gesagt einfach entspannter ist. Und wenn ich irgendwo einkaufe, wie gesagt, ASOS, Zara, Shein. Sehr, sehr viele amerikanische Boutiquen, die man gar nicht kennt. Naked, sowas. Also eigentlich Standard. Wo habe ich damals eingekauft? Ich manchmal cool ist sie im Internet, also H&M, Online-Shop oder ich gehe einfach in Geschäfte, also zum Beispiel H&M, Gina Tricot, Zara, Teddy Whale, Primark, also sowas. Also ich bin Teddy Whale, Primark. Okay, die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Bist du eine Person, die so in Gucci reingeht oder Louis Vuitton und sonst was alles? Also das hat sich auch geändert. Nee, ich bin schon eher so die Basic und gehe nur so in Läden, die sich auch wirklich jeder leisten kann. Bist du oft... Dazu sage ich mal nichts. Bist du oft auf der Straße erkannt und... Also 2013 weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich darauf geantwortet habe, aber jetzt... Also 7 Jahre später, ob ich oft auf der Straße erkannt werde. Ich würde mal so sagen, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht erkannt werde oder angesprochen werde. Also ja. Es geht, also eigentlich nicht. Also ich kann wirklich noch normal leben. Das heißt normal leben. Also ich fühle mich auch nicht wirklich, dass ich berühmt werde oder sonst was. Ich kann noch ganz normal über die Straße gehen. Okay, wenn ich jetzt vielleicht... Das kann ich auch immer noch. Also ich kann immer noch normal über die Straße gehen und ich würde mich auch nicht als berühmt bezeichnen, also eher als Bekannter. Aber ja, die Zeiten von damals haben sich auf jeden Fall geändert. So, da sehe ich schon, dass mich manche angucken und sagen, ah, oh, ist sie das und so, oder es kommen welche zu mir und wollen ein Bild mit mir machen und das freut mich auch immer voll. Same. Das ist so, wenn ich so normal zur Schule gehe oder so, auch in der Schule ist alles ganz normal, da erkennt mich keiner oder sonst was, ich bin ein ganz normales Mädchen. Das stimmt, also ich habe in der Zeit, wo ich YouTube angefangen habe, bin ich auf einen Berufskolleg gegangen. Und da, muss ich ganz ehrlich sagen, kamen schon manchmal so Blicke, aber die Leute kamen nie zu mir und haben mich nach einem Foto gefragt. Ich glaube, nur am letzten Tag, wo ich von der Schule gegangen bin, kamen 2, 3 Leute zu mir und haben mich nach einem Foto gefragt. Sonst gar nicht. Also sonst war es super, super normal. Eigentlich ist alles noch normal, also außer dass mich ein paar Leute erkennen. Aber es hält sich wirklich noch in Maßen. Wie war deine Pubertät? Puh, wie war meine Pubertät? Eigentlich war sie ganz gut so. Also ich war sehr rebellisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht assi oder so. Also ich habe jetzt keine Scheiße gebaut oder sonstiges. Vielleicht ein bisschen, ja. Aber nicht so schlimm, dass man, keine Ahnung, dass ich verhaftet wurde oder keine Ahnung oder so. Also es sind auf jeden Fall ein paar Sachen passiert so. Aber ich fand in der Pubertät, rückblickend, ist man einfach dumm. Muss man ganz ehrlich sagen, man macht einfach Dinge, die ich jetzt zum Beispiel mit diesem Verstand niemals machen würde. Aber ja, ich würde sagen, die Pubertät war für mich ehrlich gesagt sehr entspannt, sehr cool. Für meine Eltern glaube ich nicht so. Und rückwirkend würde ich sagen, ich war richtig dumm. Was habe ich da gesagt? Boah, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe da nicht so viel erlebt. Also Pickel habe ich keine bekommen. Also so. Ah, okay, in die Richtung sollte es gehen. Okay, Pickel hatte ich damals wirklich nicht. Oder so habe ich nichts bekommen. Pubertät, ja. Ich war ziemlich oft zickig, okay, was ich heute auch noch manchmal bin. Ich war launisch. Ich wollte mein Ding durchsetzen, alles machen, was mir gefällt. Aber jetzt habe ich auch lange gemerkt, dass es halt voller Schwachsinn war, weil meine Eltern schon recht hatten mit manchen Dingen. Aber es ist jetzt Pubertät, man zickt halt rum und das, ich glaube, das war jedem so. Also, aber mittlerweile, also was heißt mittlerweile? Ich glaube, so seit 2, 3 Jahren ist es wieder vorbei. Oh, da war es vor 2, 3 Jahren vorbei. Boah, die Pubertät liegt bei mir jetzt echt schon ein bisschen was her. Aber seht ihr, ich habe allein schon nach 3 Jahren gedacht, okay, was ging eigentlich ab bei dir? Hast du von Natur aus glatte oder lockige Haare? Also von Natur aus, das ist meine Naturstruktur. Das habt ihr auch in eines meiner letzten Videos gesehen, wo ich mir die Locken gemacht habe. Die sind nicht geglättet, gar nichts. Sind halt unten Extensions. Und that's it. Also so sind meine Haare. Ich habe glatte Haare. Ich glätte meine Haare wirklich so, so selten. Also nur wenn sie manchmal so krumm und schief sind und so. Kennt ihr vielleicht, aber sonst glätte ich meine Haare eigentlich nicht. Also ich glätte sie wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das Krasse ist, auf der Seite hatte ich einen Sidecut. Das heißt, ich hatte einfach meine Seite abrasiert. Ich kann auch gerne mal ein Foto einblenden.
damit ihr seht, wie es aussah. Das habe ich mir nämlich damals mit 16 abrasieren lassen und hat es anscheinend 2 Jahre. Also schon krass. Und ich fand es echt cool eigentlich, weil man konnte es voll easy einfach überdecken. Aber wenn man da Bock drauf hatte, konnte man die Haare auf die andere Seite tun und dann hat man es dann gesehen. Und da sieht man gerade, dass ich gerade in dem Prozess war, es auswachsen zu lassen. Habe halt immer wachsen lassen, ein bisschen Gel reingemacht und dann halt einfach mit einer Spange weggeklippt. Und deshalb sieht das doch gerade ein bisschen komisch aus. Kannst du mal ein Lied aufnehmen und ein Musikvideo dazu drehen? Nein. Also, ich habe ja das gemacht. Ja, sie haten gern, aber jeder will mit uns chillen. Das war ja aber jetzt nichts Ernstes. So viel Selbstironie, Digga, stell dir mal eine Scheibe ab. Das ist also, war ja nur ein Roast yourself gegen mich selbst. Also ich habe mich selbst gedisst und das war keinerlei Intention, dass ich irgendwann mit meiner Stimme ins Musikbusiness einsteigen will. Dafür sind andere zuständig, aber was habe ich damals gesagt? Like mich, chill mal. Nein, werde ich nicht tun. Welche Musik? Nein, werde ich nicht tun. Okay, werde ich auch nicht tun. Also wie gesagt, das ist eigentlich in Anführungsstrichen und nichts Ernstes. Deshalb zählt das eigentlich nicht. Welche Musik hörst du so? Welche Musik höre ich so? Also, ich höre eigentlich alles gemischt, aber mein Hauptgenre ist auf jeden Fall EDM, House, Dance. Ja, diese Richtung. Deshalb, falls ihr Dagis Beats noch nicht auf Spotify folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, denn sie hat auch mittlerweile schon über 130.000 Follower und die wird eigentlich so gut wie jede Woche neu geupdatet mit ganz vielen Liedern, die ihr sehr wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Und ich habe noch 2 andere Playlisten und zwar Dagis Urban Beats. Die Playlist ist gefüllt mit Hip-Hop, Rap, Latino, R&B, also so in die Richtung. Und ich habe noch eine Playlist und zwar nennt die sich Dagis Favorites Beats. Und da sind eigentlich meine All-Time-Favorites-Lieder, die ich für immer lieben werde, drin. Und die 3 Playlisten sind auf Spotify verfügbar. Also falls ihr ein bisschen mehr über meinen Musikgenre kennenlernen wollt, unten in der Infobox. Aber was habe ich denn damals gesagt? Ich höre wirklich viel. Also ich höre wirklich, eigentlich höre ich alles. Also ich höre Skrillex, ich höre David Guetta, ich höre Rap, ich höre Hip-Hop, ich höre R&B, ich höre House, okay. Seht ihr? Same, same. Hat sich nichts verändert. Nur nicht so, aber sonst, ey, ich höre wirklich alles, wenn ich mir so überlege. Zeig uns mal dein Sidecut. Ah, okay, ich zeige ihn da. Also mein Sidecut da, wo ich es abrasiert habe. Mal gucken. Gut, ich zeige euch meinen Sidecut, aber der ist einfach schon mega lang. Und das ist eigentlich total unnötig, euch den zu zeigen, weil er sowieso schon voll lang ist und kein Sidecut mehr ist. Aber okay. Oh mein Gott, wie das aussieht! Ja. War ja schon 5 cm lang. Um so auf einem guten Wege lang zu werden. Krass! Und ob ich ihn bereue? Oh. Eigentlich nicht. Also ich hatte wirklich, ich hatte den ja 2 Jahre, den Zeitpunkt, genau 2 Jahre. Und ich bereue den eigentlich nicht wirklich. Ich habe mich so, keine Ahnung, also ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann fanden es voll viele cool und haben es mir nachgemacht. Und ja, finde ich eigentlich voll okay, dass ich es gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, dass ich es voll bereue oder so. Also nö, eigentlich nicht. Also, soll ich euch jetzt mal meinen Sidecut zeigen? Also, das ist mein Sidecut. Aber überlegt mal, das, war das die Seite? Ja, das war die Seite. Jetzt sind hier nur sehr viele Extensiones, aber ja. Moment, ich schwimme mal hoch. Das ist mein Sidecut jetzt! Wow! Also, der ist schon 300 Mal gefühlt nachgewachsen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ging ja eigentlich ganz schnell. Also, ich glaube, nach einem Jahr habe ich mir die Haare, als der Sidecut auf der Länge war, habe ich mir die alle komplett auf die Länge schneiden lassen, weil die sowieso kaputt waren, meine Haare. Und das war eine sehr geile Entscheidung, weil meine Haare richtig gesund waren, auf einer Länge. Und da war ich richtig happy. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Zeig mal ein Foto von dir, wo du klein warst. Okay. Hier ein Foto von mir, als ich klein war. Welches habe ich da gezeigt? Oh. Oh, bin ich nicht süß. Oh, sehr süß. Sehr süß. Hast du dickes oder dünnes Haar? Dünnes. Ich habe richtig dünnes Haar. Also deshalb habe ich auch die Extensions. Die sind gesund. Ich habe sehr viele Haare, aber sehr feine Haare. Das habe ich, glaube ich, jetzt von jedem Friseur schon gehört bekommen. Und jedes Mal so, oh mein Gott, du hast ja voll viele Haare, aber die sind so dünn. Ja. Ist halt einfach so. Aber mittlerweile komme ich ganz gut damit klar, gerade wenn man es halt verdichten kann mit Extensions. Und was habe ich damals gesagt? Dünnes. Deine Lieblingsserie oder Lieblingsfilm. Also meine Lieblingsserien sind...
meine Lieblingsserie oder Lieblingsfilm? Also, Lieblingsfilm auf jeden Fall Ziemlich beste Freunde. All-Time-Favorite-Film habe ich locker schon 10-mal gesehen. Liebe ich. Project X finde ich immer noch richtig geil. Kennt ihr Project X? Wenn nicht, müsst ihr euch das auf jeden Fall angucken. Es geht nämlich um eine Hausparty, die etwas eskaliert. Und ich finde, das hat meine Jugend einfach so krass geprägt. Ach, ich habe so viele. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, die beiden und Lieblingsserie. Suits finde ich gut. Stranger Things finde ich gut. Aber ich glaube, das gab es damals noch gar nicht. Deshalb mal gucken. Auf jeden Fall How I Met Your Mother, Scrubs, Two Broke Girls. Oh, Scrubs. Stimmt, ich liebe Scrubs. Oh, das habe ich vor lange nicht mehr. Eigentlich muss ich mir diese DVD-Box oder Blu-ray-Box irgendwie holen und mir das alles mal wieder angucken. Ich liebe Scrubs. Doch, Scrubs ist geil. Und Two and a Half Men, also da kenne ich wirklich alles auswendig. Und The Big Bang. The Big Bang natürlich. Ich war ja richtig kreativ mit den ganzen ProSieben-Serien. Wow. Damals gab es noch kein Netflix. Und Lieblingsfilm? Weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung, mir fällt gerade keiner ein. Ich mag viele. Dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk. Also, ich trinke eigentlich die meiste Zeit Wasser, stilles Wasser. Aber ich liebe Eistee. Red Bull ohne Zucker. Und was noch? Pink Drink aus L.A. Starbucks. Gibt's leider in Deutschland nicht. Mein Lieblingsgetränk ist, glaube ich, Sprudelwasser. Ich glaube, ich trinke nichts mehr als Sprudelwasser. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht, warum ich so viel Sprudelwasser trinke. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es irgendwie so, das löscht voll den Durst. Aber so, wenn ich essen gehe oder so, trinke ich meistens Cola. Oder Cola Vanille. Wow. Oh, Cola Vanille, okay, das habe ich vergessen. Cola Vanille ist echt mega geil. So. Stimmt. Cola Vanille war auf jeden Fall auch dabei, ist auch immer noch eines meiner Favorites. Und seht ihr, ich habe damals schon sehr viel Wasser getrunken. Gutes Vorbild. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte genug Fragen für euch beantworten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alles klar, danke! Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Meinungen dann doch sehr, sehr ähnlich waren. Von der Future Dougie zu der Past Dougie? Also zu meinem früheren Ich und zu meinem heutigen Ich. Und die 7 Jahre haben auf jeden Fall sehr viel bezweckt. Also ich wirke irgendwie so wie so ein Baby einfach. Und deshalb interessiert es mich sehr, seit wann ihr mich kennt, meine Videos geguckt habt oder das erste Mal was von mir gehört habt oder nicht gehört habt, whatever. Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich fand es sehr, sehr süß eigentlich. Ich fand es gar nicht so cringy, wie ich dachte. Also Outfit, Gestik, Make-up. Aber ich finde es eigentlich ganz süß. Ich finde es gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Deshalb hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich gerne öfter solche Videos machen soll, wo ich auf alte Fragen und Antworten Video neu beantworte und was sich da so getan hat in den Jahren. Und ja, das war's mit dem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Fühlt euch alle geknutscht. Und bis dann. Tschüssi.